Grüße gehen raus an alle McDonald's-Aktionäre, aber heute muss ich eine klare Gefahr aussprechen und eine Gefahr vor Hochdividendenaktien. Erstmal müssen wir uns anschauen, was sind eigentlich Hochdividendenaktien und welche Gefahr steckt dahinter, weil ich bekomme meiner Meinung nach viel zu viele Nachrichten, Kommentare und so weiter zu dem ganzen Thema. Hey Holly, warum investierst du nicht in Hochdividendenaktien? Du investierst 1000 Euro und bekommst statt deiner 40 Euro Netto-Dividende in den nächsten 12 Monaten Minimum 100 Euro. Ja, das ist durchaus möglich, das braucht man gar nicht abstreiten oder sonst irgendwas, aber Leute, die Unternehmen schütten nicht umsonst so eine hohe Dividende aus. Meistens hat es viele Folgen nach sich. Einerseits geht der Kurs von da oben nach da unten, genau das, was wir nicht sehen wollen. Und es hat unternehmerische Gründe. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist die VF Corporation. Ein interessantes Unternehmen, ich habe das auch einmal auf meinem YouTube-Kanal besprochen gehabt und muss sagen, ich bin mit dieser Branche generell nicht warm geworden. Und die hat natürlich auch eine relativ hohe Dividende ausgeschüttet damals. Aber genau dieser Chart ist genau so runtergegangen, wie so eine Skisprungschanze, nur ist danach einfach nichts mehr gekommen, außer eine Dividendenkürzung. Und das wollen wir ja vermeiden. Also ja, ich spekuliere auf Turnaround-Kandidaten immer. Also das ist so meine Strategie, die habe ich mir erarbeitet. Und muss aber dann auch bei den Unternehmen sagen, ich möchte es sehen, dass die quasi einen Umbruch schaffen. Zum Beispiel nicht nur die VF Corporation, auch die Vodafone-Aktie schüttet dieses Jahr noch über 11% aktuell aus an Dividende und kürzt diese aber nächstes Jahr um 50%, was ich zum Beispiel bei der Vodafone zum Beispiel interessant finde. Deswegen habe ich sie im Depot drinnen. Overall stehe ich aktuell bei minus 10%. Die Vodafone-Aktie, die kauft, also das Unternehmen Vodafone kauft Aktien zurück. Es ist nicht irgendwie so ein Aktienrückkaufprogramm von 1, 2, 3, 4, 5% von der Marktkapitalisierung, sondern hier werden aktuell roundabout 18% der ausstehenden Aktien zurückgekauft. Und das ist von mir eine Art Spekulation, dass das irgendwann positiv am Markt ankommt. Da braucht man viel Geduld, das ist auch immer wichtig, das möchte ich euch auch hier mitgeben. Aber man sieht so, hey, VF Corporation, Dividende gekürzt. Vielleicht hat die mittlerweile sogar die Dividende komplett gestrichen. Da steckt jetzt nicht so tief drinnen. Dann Vodafone. Auch dieser Chart, genau das gleiche Beispiel. Nur hat jetzt aktuell seit circa 6 Monaten baut man hier einen Boden aus. Bei roundabout 80 Cent. Ist theoretisch ein Penny Stock, aber wie viel Marktkapitalisierung hat die jetzt? Ich glaube so 40 bis 45 Milliarden Euro. Nagelt es mich da jetzt bitte nicht drauf fest, aber das ist so wichtig, dass man nicht auf die Dividenden, also ich versuche das auch immer wieder in meinen Videos, hoffe ich zumindest, zu erklären, so schaut es nicht immer nur stumpf auf die Dividendenrendite, sondern schaut auch drauf, ist die Dividende, also die Payout Ratio, ist die Dividende wirklich gedeckt, das heißt, der Gewinn, die Aktie muss einfach immer höher sein, wie zum Beispiel die Dividende, die ausgeschüttet wird. Wir haben auch Sonderfälle dabei und da muss ich sagen, investiere halt deswegen wahnsinnig gerne in Amerika drüben. Eine Exxon, eine Chevron als Beispiel, die haben die Dividende nicht gekürzt oder gestrichen in der Ölkrise bzw. in der Corona-Krise und Unternehmen wie BP und Shell haben zum Beispiel hier die Dividende gekürzt. Und da muss man halt immer schauen, so, wo möchte man am Ende des Tages selbst investieren? Also ich kann ja immer nur meine Beispiele mitbringen. Ihr müsst am Ende des Tages immer selbst eure Entscheidungen treffen. Und übrigens freut mich das Ganze, dass das auch aktuell so extrem gut ankommt, diese ganzen Themen, wo ihr einfach so ein bisschen frei Schnauze sprecht, meine Gedanken dazu tue. Und das ist ja auch wichtig, weißt du, wie ich meine? Wir unterstützen uns ja in die Kommentare alle gegenseitig, meiner Meinung nach. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war letztens schockiert, ich habe über 300 Leute, kann ich auch hier offen aussprechen, habe kein Problem damit, auf meinen YouTube-Kanal stumm geschalten. Also die können zwar noch kommentieren, ich kann es lesen, sie können es lesen, aber ihr könnt es gar nicht mehr lesen. Also, dass ihr da auch wisst, also ich mag keine, die komplett querschießen oder sich profilieren möchten in den Kommentaren drinnen, da bin ich einfach zu alt dafür. Das ist Kindergarten, können weiter scrollen, ganz einfach. Und da einfach, Leute, ihr müsst da echt aufschauen, auch bei Medical Properties Trust, die sind eigentlich
kurz davor, dass sie leider Insolvenz anmelden müssen. Ich habe das vor einem Vierteljahr schon mal hier auf YouTube, auf in meinem Newsletter, der ist komplett kostenlos mit dem Link unten drinnen, habe ich das alles kundgetan. Und natürlich auch in meiner Dividendenstrategie Masterclass. Darf man mir schon mal auf die Schulter klopfen, dass der größte Mieter die Miete mit eigenen Aktien zahlt, weil sie kein Geld mehr haben. Also faktisch zahle ich als Unternehmen, ich habe kein Geld mehr, zahle ich mit Unternehmensanteile, aber das Unternehmen ist faktisch pleite. Und zack, bumm, einem Vierteljahr hat es jetzt gedauert, bis es am Markt angekommen ist. Jetzt hat der größte Vermieter Insolvenz beantragt. Das ist so krass einfach. Es tut mir wirklich leid für die Leute, die da jetzt viel Geld verloren haben. Ihr habt da einige Depots gesehen. Ich kriege ja sowas immer zugesendet, Leute. Ihr müsst ja auch dazu sagen, so, yo, Holly, was soll ich da jetzt machen? Ja, also, weißt du, wie ich meine? Ich stehe da immer voll in der Schusslinie drinnen. Es hört sich so eiskalt an, aber dann, also ich kann das die Leute nicht so ins Gesicht rein sagen. Aber hättest einfach mal vor einem Vierteljahr meinen YouTube-Kanal, die Videos angeschaut oder hättest mein Newsletter abonniert, dann hättest du genau diese Informationen gehabt. Und dann hättest du entscheiden können, muss ich da jetzt investieren bei diesem hohen Risiko. Also ich habe auch Risikoaktien im Depot drinnen, die nicht gut laufen, aber ich triff dann eine Entscheidung und schmeiß sie aus dem Depot raus. Hier, offen dargelegt, die Bayer-Aktie. Absoluter Flop. Bin ich mit meiner Annahme falsch gelegen und habe gesagt so, jo, ich muss mich jetzt einfach, ist psychisch wichtig für mich persönlich, von dieser Aktie trennen. Dann, was war noch mit dabei? Die B2Gold-Aktie, auch relativ hohe Dividende, über 6%, wo ich investiert habe. Problem mit Mali, dass dieses Unternehmen womöglich enteignet wird dort. Das gleiche Spiel bei Barrick Gold. Es sind gute Unternehmen, wo ich dieses Risiko von vornherein aber schon gewusst habe und auch bewusst eingegangen bin. Aber wenn dann dieses Risiko zu hoch wird gegenüber der Chance, muss ich sagen, so hey, das ist mein Geld. Ich bin dafür selbst verantwortlich und muss mich dann von diesen Positionen auch am Ende des Tages trennen. Aber nochmal zu dem ganzen Thema Hochdividendenaktien zurückzukommen. Passt da bitte auf, also wirklich ernst gemeint, holt euch auch keine Pommesbuden ins Haus rein. Also Pommesbuden spreche jetzt nicht sowas wie McCafé, sondern Pommesbuden meine ich einfach, die einfach eine wahnsinnig niedrige Marktkapitalisierung haben. Passt da bitte auf, ihr holt euch da Sachen ins Depot rein. Wenn ihr die Unternehmen mal selbst irgendwo sehen würdet, würdet ihr euch selber fragen, so, und was investiere ich da eigentlich gerade? Hinterfrag dich da bitte. Wirklich, das ist ernst gemeint. Hinterfrag das, was du machst. Lass dich nicht täuschen. Lass dich auch nicht von mir täuschen. Also, weißt du, wie ich meine? Hinterfrag immer alles. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe auch zum Beispiel, ich habe ja gesagt, Vodafone habe ich im Depot drinnen, als Hochdividendenaktie. Auch eine Rio Tinto habe ich im Depot drinnen. Das ist auch eine Hochdividendenaktie, wo man aber weiß, dass die Dividenden schwanken. Und ich habe auch eine BAT, eine British American Tobacco, im Depot drinnen. Bei BAT habe ich aber auch das schon mal kundgetan. Da ist mein Hintergedanke, dass die auf jeden Fall noch die nächsten 2, 3, vielleicht sogar maximal noch 4 Jahre die Dividende auf diesem Level halten können. Außer die schaffen das jetzt, diese Erneuerbaren, also diese Vapes, dass das nochmal ein bisschen besser läuft alles, dann könnte es natürlich sein, dass die langfristig auch wieder stetig steigende Dividenden zahlen, wo man sagt, so wow, hätten wir jetzt gar nicht gedacht. Aber meine Annahme ist aktuell 10% Dividendenrendite und ich sehe da natürlich auch ein Kurspotenzial, sonst würde ich nicht investieren. Aber da ist auch wieder die Gefahr dabei, dass es in Zukunft noch weitere Abschreibungen gibt. Und da echt Leute, passt bitte auf. Überlegt, was ihr da macht mit eurem Depot. Ich habe auch letztens wieder ein Depot gesehen gehabt, der hat 136.000 Euro im Depot drinnen gehabt und hat das ganze Depot gegen die Wand gefahren. 136.000 Euro. Wie krank muss man sein? Also es tut mir echt leid, aber 136.000 Euro. Ich erinnere mich da immer gern an meine Anfangszeit zurück, wo ich 1.000 Euro im Monat gespart habe. Das sind 12.000 Euro im Jahr. Das sind 11 bis 12 Jahre Sparen, was da vernichtet wurde. Warum geht man dieses Risiko ein? Ich kann es nicht nachvollziehen. Es tut mir wahnsinnig leid für die Person, aber mir geht es dann am Ende des Tages nicht im Kopf rein. Und ich versuche ja dann auch
hier diese Infos mitzugeben, die Tipps mitzugeben, dass ihr genau solche Fehler nicht macht, dass ihr mehr hinterfragt, damit ihr selbstsicherer werdet. Genauso wie ich letztens gesagt habe, ich mag persönlich mittlerweile gerne eine größere Cash-Position haben. Größer ist einfach im Raum reingestellt. Also es kann es euch sagen, es ist einfach ein fünfstelliger Betrag, wo rumliegt. Hey, ich kriege Zinsen dafür. Ich habe jetzt gerade in Dubai die Benachrichtigung bekommen für das eine, wo es rumliegt, dass ich 50 Euro Zinsen bekommen habe für das vergangene Monat. In dem anderen sollten es roundabout 170, 180 Euro Zinsen sein. Somit habe ich circa im vergangenen Monat nur für die Cash-Position 220, 230 Euro Zinsen bekommen. Und dann kriege ich ja vom P2P auch nochmal über 400 Euro Zinsen. Und dann merkst du relativ schnell, das sind über 600 Euro Zinsen, die ich bekomme. Vielleicht schaffen wir dieses Jahr noch die 700 Euro im Monat. Und ich habe es nicht eilig deswegen zum Investieren. Jetzt kommen wieder einige daher, ja, aber die Inflation und sonstiges. Alter, such Ausreden oder such Möglichkeiten. Ich habe es nicht eilig. Weißt du, wie ich meine? Ich suche eher die Möglichkeiten. Ich habe es echt nicht eilig. Ich bin 33 Jahre alt, bald 34 Jahre alt. Egal, wo du gerade stehst. Selbst wenn du 60 bist, und da schauen auch ganz viele zu. Heute in Malé, also auf die Malediven im Flughafen, geht ein Pärchen vorbei. Ich sage jetzt mal so, und wenn er das Video sieht, geiler Typ einfach, der total cool bei mir vorbeigegangen, schaut mich so an, ich bin Fan von dir, und geht einfach total chillig weiter. Ich stehe so da, so, wie geil ist das denn bitte, auf die Malediven im Flughafen drinnen, da haben wir uns so Smalltalk-mäßig einfach voll angenehm unterhalten gehabt, ein paar Minuten, und dann ist jeder getrennte Wege gegangen, ultra angenehm, und hey, ich schätze das einfach auch, gell? Also extremst, und deswegen versuche ich hier einfach so meine Gedanken mitzugeben. Du musst einfach immer am Ende des Tages bitte selbst überlegen, was für dich relevant ist.